Hallo, jetzt nochmal ein ganz kurzes Video, wie ich das Polrad hier bei der Stichino 26 wieder einbaue. Macht keinen Unterschied, ob es eine 026 ist, eine 24, 260 oder halt eine 240, da eigentlich die Zündung polradmäßig immer gleich aufgebaut ist. Auch hier die drei Aufnahmegewinde für den Generator, wenn ich jetzt eine Griffheizung habe, ist selbst hier bei einer uralten 026 schon vorhanden. So, als erstes müssen wir hier die Scheibenfeder wieder einsetzen. Da wir hier, ich ja schon eine neue Wellnichtringe eingesetzt habe, muss ich die Scheibenfeder natürlich entfernen. Diese setze ich jetzt wieder ein. So, mit leichten Druck hier rein. Hier im Polrad ist die dementsprechende Nut. Also muss ich das einfach nur so wieder aufschieben, dass ich der Scheibenfeder überall stimme. So. Jetzt mache ich es so. Ich klopfe es noch leicht an. Immer schön vorsichtig. Dann kommt, wie sich das gehört, auch noch ein bisschen Sicherungslack auf das Gewinde. Kann ich hier meine Mutter wieder aufdrehen. Halte ich das Polrad erstmal so von Hand fest, kann dann natürlich mit dem Polrad meinen Kolben drehen. Allerdings ist das ja noch nicht richtig fest. Dazu muss ich natürlich erstmal den Kolben wieder festsetzen. Dazu die Zündkerze wieder raus. Die musste nur rein, weil ich vorhin noch die Maschine abgedrückt habe, auf Dichtigkeit überprüft. Also mein Seil wieder rein, so lange drehen, dass der Kolben hier oben festsitzt. Der kann praktisch nicht über den Totpunkt hinweg, weil das Seil im Wege ist. Dann schön fest anziehen, halt nur noch fest kommt ab, also nicht ganz so fest. Das Seil wieder raus. So, jetzt stellen wir noch ganz schnell die Zündung rein. Das geht eigentlich ganz fix. Dazu gibt es hier unterschiedliche Einstellläderen, die ich hier zwischenlege. Die Schrauben habe ich jetzt gelöst. Meine Zündspulen, den Zündanker ganz nach hinten geschoben. Das heißt, ich könnte das jetzt hier zwischenlegen, bis ich mit dieser Fläche da bin, wo ich hin muss. Allerdings ist das alles ein bisschen steif, dieses Blech. Ich mache es anders. Ich habe zwar alles, aber es gibt wirklich andere Möglichkeiten, die da noch viel, viel leichter sind in der Umsetzung und nichts kosten. Mit solchen so eine Leere kostet immerhin auch ein bisschen was. Das heißt, ich löse jetzt hier meine Schrauben. Zwar so, dass ich das immer noch sich immer noch Spiel habe und das Ganze hin und her schieben kann. Ich lege dann so eine ganz normale Papierkarte dazwischen, so eine Visitenkarte. Zündabstand bei 026 soll sein 0,2 bis 0,3 mm. Diese hier 0,25, also ideal, um das Ganze damit einzustellen. Ich lege es hier zwischen, drehe mein Polrad, bis ich damit schön an der Zündspule anliege. Oben wie unten. Kann dann, da die Schrauben ja gelöst sind, sicherstellen. Vielleicht noch ein bisschen hinten heben, dass ich wirklich ganz anliege. Hier mal schön auf Spannung halten, dass sich da wieder was verschiebt. Die Schrauben festziehen, handfest, dann noch einmal
richtig fest. Das kann ich auch schon mal meine Visitenkarte wieder rausnehmen. So, so schnell ist auch der Zündabstand richtig eingestellt. Das Pulver wieder fest. Und es kann weitergehen. Aber das wie immer im nächsten Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann.